Hallo Iggy, ich hatte dein Video gesehen, Quick and Dirty, und habe mir gedacht, da gibt es noch ein bisschen was zu verbessern, was gerade auf deine Sicherheit sich ganz stark auswirkt. So, ich verwende ebenfalls ein halbstatisches Seil, 9,8 mm von der Firma Skylotech, und zwar ist das Superstatik. So, ich habe es mir ganz einfach gemacht, ich habe mir einen kleinen Baum gesucht. Hier oben der Ast. So, wir verwenden das Hasenohr. Einmal rum, zack, hier durch, den hier rüber und dann die zwei Enden hier durchziehen. Du hast im Grunde genommen eine doppelte 8 und zwei Hasenöhrchen. Ich denke mal, daher kommt der Name auch. So. Fest. So, Iggy. Du hast das Grigri vorgestellt. Das habe ich hier auch irgendwo. So. Das ist das Petzl Grigri, wiegt so um die 150 Gramm, ist normalerweise nur zur Sicherung eines anderen Kletterers geeignet, zum Sportklettern. Aber auch Petzl ist inzwischen hingegangen und hat einiges geändert. Unter anderem steht in einem Beitrag, man kann auch halbstatische Seile verwenden. Ein weiterer Beitrag von Petzl ist unten die Verwendungsweise. Da wurde eingeräumt, dass man an einem halbstatischen Seil sich selber abseilen kann. Mal einblenden. Danke. So. Des Weiteren achtet man hier darauf, ganz nah, dass man das feste Ende, welches nach oben läuft, hier mit dem Mann, mit dem Pfeil nach oben, also im Grunde genommen der Kletterer, nach oben einspannt, und mit dem unteren Seil, wo die Hand hier zu sehen ist, wird es nach unten eingespannt. So, natürlich vorher ganz rum. Geht bei einem etwas statischen, halbstatischen Seil etwas schwerer. So. Und dann verbinde ich das mit meinem Ankerpunkt am Klettergurt. So, ich kann mich jetzt schon reinlegen. Mit dem Hebel kann man das Ganze lösen. So, ich will aber jetzt steigen. Naja, gut, die Höhe reicht nicht, aber irgendwas ist ja immer. Es ging ja hier rum. Die Handsteigklemme setzt man auf Seil. So, hier oben ist eine Öse, und die Öse ist ganz wichtig, und zwar wenn man das hochzieht. Nachziehen, dann könnte ich im unidealsten Fall das Seil rausziehen. Auf jeden Fall muss hier oben in der Öse ein Karabiner rein, damit man nicht die Handsteigklemme vom Seil trennen kann. Und natürlich, wenn ich dann hier oben schon einen Karabiner habe, eignet es sich hervorragend, auch die Rolle anzubringen, weil man natürlich
10 cm mehr Hub hat, um sich hoch und runter bewegen zu können. So, dann hattest du hier unten natürlich dein Futter. Das ist der Futter, da kommt der Fuß rein. Zack. Wir haben jetzt hier einen Lanyard von der Firma Singing Rock, aber es geht auch jede normale Bandschlaufe. Bandschlaufe würde dann so aussehen, ich baue mal eine ein. Dass man die Bandschlaufe nimmt, geht in seinen Ankerpunkt, schlingt ihn einmal rum. Und hätte ja jetzt hier unten einen Karabiner, den habe ich natürlich nicht. Ich habe da einen Melon von der Firma Petzl. Aber man kann dann auch hier noch mit einem Karabiner reingehen und ist nochmal sicher, wenn man keinen Lanyard hat. Ne? Natürlich, der Lanyard ist nur eine zusätzliche Redundanz beim Klettern, dass dir die Handsteigklemme nicht fällt. Oder aber du im Falle des Falles, dass der Grigri nicht funktioniert, dort reinfällst. Des Weiteren kann man noch, um noch mehr Sicherheit, ist ja ein Sportgerät. Ist kein Industriekletterergerät, wie jetzt mein da ist die Nummer größer, das ist der Petzl ID, den verwende ich normalerweise zum Klettern, normalerweise bei mir an einer Art Kurzsicherung montiert. Aber natürlich, wenn ich mit meinem Sohn in der Halle klettern gehe, verwende ich auch den Grigri. Sieht einfach doof aus, wenn ich da mit dem ID auftauche. So. Stimmt dir übrigens zu, ne? Man kann nie genügend Karabiner haben. So, ich gehe mal ein Stück höher. Kann ich mal mich reinsetzen in die ganze Schose. Ne? Und das hier, weil ich ein Lanyard habe, brauche ich keine Bandschlinge. So, aber ich hatte noch was gesehen, und zwar beim Ab- und Umbau. Man soll immer eine Hand immer am Seil haben. So, das kannst du aber nicht bewerkstelligen, wenn du umbaust. Im Umbau nimmt man dann eine Prusikschlaufe und sichert damit das Seil gegen ein unsachgemäß funktionierendes Grigri, was dann auf einmal Leute durchlässt. Weil man soll ja immer eine Hand am Grigri halten. Ja, super Idee. So, also mache ich mir hier so einen Prusikknoten. Der natürlich hier hält. Der hält dann das Seil. Und den montiere ich mir hier unten. Oh, somit kann jetzt nichts mehr rollen. Prusikknoten. Ne? Das ist auch ein fertiger Prusik, eine Prusikschlinge. Muss man nicht haben. Man kann auch jedes andere dafür zugelassene Seil benutzen. Ne? Man könnte auch jetzt eine Bandschlinge nehmen, die hier drum wickeln. Würde genauso gut halten. Kann ich mal zeigen. Ist jetzt ein bisschen lang. Ein bisschen zu lang. Ein bisschen kürzer sollte das schon sein. Ne? Also, ganz nach oben. So, kannst du nicht den nehmen. Notfalls. Notfalls, Leute. Ne? Notfalls. Du kannst den hier zwei, dreimal umwickeln. So. Zack, zack. So, am besten nebeneinander. Das ergibt auch richtig guten Knoten, wo man ziehen kann, ohne dass das Seil rutscht. Rutscht. Ne? Also, nur für die Hintersicherung ist natürlich jetzt in der Länge viel zu lang. Ne? Also nicht tun, da wirklich eine kurze Bandschlinge benutzen oder aber, was man auch noch machen könnte, man könnte sie kürzen.
Hat schon fast was mit Bushcraften zu tun. Ne? Aus allen irgendwas machen. So. Und dann kann man den genauso gut am Beingurt befestigen und ist safe. Hintersicherung, Redundanz, ne? Fehlte mir ein bisschen. So. Blockieren des Seils gegen Herausfallen aus der Handsteigklemme. Waren so die wichtigsten Sachen, die mir aufgefallen sind. Ne? Iggy, mach weiter so. Ne? Ciao.